Himmlischer Vater, Отец Небесный, ich danke dir für diesen wunderbaren Tag. Я благодарю тебя за этот чудесный день. Und ich danke dir, Herr, dass du uns hier die Möglichkeit gibst, что ты даешь нам здесь возможность, deinen Namen zu preisen, славить твое имя, und deinen Namen zu hören, и слышать твое, о твоем имя, und das, was du gesagt hast, и то, что ты говоришь, Иисус. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen berührst, чтобы ты прикасался к нашим сердцам, dass du mich leitest und führst, чтобы ты меня вел. Und dass dieses Wort unser Leben verändert. Und dass es uns verändert. Unsere Familien. Наши семьи, unsere Mitarbeiter. Наших работников, unsere Freunde. Наших друзей, unsere Nachbarn. Наших соседей, und alle Menschen, mit denen wir zu tun haben, Jesus. И со всеми людьми, с которыми мы что-то имеем, und dass sie durch uns. Чтобы через нас они, sie dich sehen. Видели тебя, in Jesu Namen. Во имя Иисуса. Amen. Amen. Okay. Wird wieder Zeit zu predigen. ja, das ist etwas unvorbereitet heute gewesen. Ich habe gestern Abend, musste ich kurzfristig einspringen. Genau. Danke, Vanya, dass du mich verbesserst. Du bist ein echter Freund. Und wir lesen folgende Bibelstelle. Мы читаем следующее место из Библии. Und zwar Matthäus 5, 21. Матфея 5, глава, 21 стих. Ihr habt gehört, dass du zu... Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht morden. Wer aber mordet, der soll des Gerichtes schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder ohne Grund zürnt, der ist des Gerichtes schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt Raka, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer aber sagt Duna, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf den Altar opferst und dort dich erinnerst, dass dein Bruder etwas wider dich habe, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Аминь. Amen. Ich denke, wir alle kennen diese Bibelstelle. Я думаю, все знаем это место из Библии. Und wir haben das alle schon mal gehört. И все мы уже это слышали. Und denken uns, и думаем, das ist eigentlich bei mir alles okay. И что у меня все хорошо. Aber heute möchte ich, dass wir in die Tiefe gehen. Но сегодня хочу, чтобы мы немного глубже зашли. Und deshalb habe ich das Thema genannt, bist du ehrlich zu dir? И поэтому я назвал тему, честен ли ты сам себе? Bist du ehrlich zu dir? Честен ли ты к себе? Und diese Frage, этот вопрос, oder besser gesagt, das beschäftigt mich schon etwas länger. Этот вопрос, он уже давно, долго занимает меня. Dass in mir drin etwas passiert, внутри меня что-то происходит, oder irgendwelche Gefühle kommen, и какие-то чувства приходят. Und dann hinterfrage ich diese Gefühle. И потом я переспрашиваю эти чувства. Ich habe das früher nie gemacht. Я раньше это никогда не делал. Vielleicht liegt das auch am Alter. Может быть, это уже возраст. Aber man denkt sich so, und du думаешь, was passiert jetzt in mir? Что сейчас происходит во мне? Und ihr denkt jetzt, was meint er denn? Я думаю, а что же он имеет в виду? Но, ich sag mal, jeder von euch kennt das Gefühl. Каждый из вас знает это чувство. Sagen wir mal, du siehst einen Menschen. Скажем, ты видишь человека. Und der ist dir unsympathisch. И он тебе неприятен. Du hast direkt so ein Gefühl in dir. У тебя такое чувство внутри, dass du ihn nicht ganz magst. Что ты ему, он тебе не очень нравится. Und die meisten Menschen, die lassen das dabei. Die sagen sich, naja, ich weiß nicht, der ist mir einfach unsympathisch. Vielleicht war der erste Eindruck schlecht. Vielleicht redet er mir zu viel. Oder gar nicht. Und deshalb sagt man sich, ja gut, ich habe ja noch eine ganze Menge Auswahl an anderen Freunden. Oder Menschen, mit denen ich mich unterhalten möchte.
Aber wer fragt sich denn wirklich, но кто спрашивает себя? Спрашивает себя, warum habe ich dieses Gefühl? Почему мне это чувство? Warum mag ich diesen Menschen? Почему мне не нравится этот человек? Oder wieso mag ich nicht, dass er schweigt? Или почему мне не нравится, что он молчит? Und was für eine Auswirkung hat das zu der Beziehung zu diesem Menschen? И что за как это влияет на отношение к этому человеку? Wisst ihr, und ich habe angefangen, mich meine Gefühle zu hinterfragen. Я начал переспрашивать свои чувства. Wo ich bestimmte vielleicht, wo ich einfach, wenn ich merke, ich sehe einen Menschen und если я замечаю, я вижу человека, und ein Gefühl kommt, и у меня какое-то чувство внутри, zu diesem Menschen, к этому человеку, ein freudiges, хорошее, oder ein nicht freudiges, или не очень хорошее, und woher kommt dieses Gefühl? Откуда приходит это чувство? Und warum ist es da? И почему оно там? Und dann fängst du an, darüber nachzudenken. И потом ты начинаешь об этом думать. Und wenn man ehrlich zu sich selbst ist, если ты честен сам к себе, und du zum Beispiel ein negatives Gefühl hast, или у тебя есть негативное чувство, dann musst du dich damit auseinandersetzen. Ты должен с этим разобраться. Wisst ihr, ihr müsst jeden Menschen, вы должны каждого человека, der euch begrüßt, который вас приветствует, mit ehrlichem, freundlichen Herzen begrüßen. С радостным, честным сердцем приветствовать. Wenn wir das nicht können, если мы не можем это сделать, dann ist irgendetwas falsch. Тогда что-то неправильно. Dann haben wir irgendwo etwas gegen unseren Bruder. Тогда что-то у нас внутри против нашего брата. Und in dieser Bibelstelle, и в этом месте из Библии, steckt ganz, ganz viel tiefer, finde ich. И здесь очень много глубины нахожу я. Denn hier vergleicht Jesus, потому что здесь Иисус сравнивает einen Mörder, убийцу, und jemanden, der etwas gegen seinen Bruder hat. И с тем, кто что-то имеет против своего брата. Das ist eine richtig krasse, ein richtig krasser Vergleich. Это вот такое очень жесткое сравнение здесь. Denn ein Mörder ist für uns eigentlich das höchste aller größten Verbrechen, okay? Потому что убийца для нас самое высшее преступление. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Это самое худшее, что ты можешь сделать. Und Jesus vergleicht das hier mit etwas, wo wir Menschen nicht vergeben oder was gegen ihn haben. Иисус сравнивает это с тем, что мы не можем простить людям или что-то имеем против них. Und manchmal glauben wir einfach, das ist eine Kleinigkeit. Иногда мы думаем, это мелочь. Und Jesus macht diesen Vergleich extra, Иисус он специально делает это сравнение, damit wir verstehen, dass es keine Kleinigkeit ist, чтобы мы поняли, что это не мелочь, dass du etwas gegen deinen Bruder hast. Что у тебя есть что-то против твоего брата. Wenn du, es gibt Menschen, die leben ein Leben lang mit diesem Gefühl, есть люди, они всю жизнь живут с этим чувством, dass sie irgendetwas haben, что у них что-то есть. Wisst ihr, und dann denkt, es gibt dieses Sprichwort, есть эта пословица, die Zeit heilt jede Wunde, ja? Время, оно лечит всякую рану. Und das ist komplett falsch. И это неправильно. Die Zeit macht Folgendes. Время, оно делает следующее. Sie lässt dich vergessen, она, ты забываешь, dass du diese Wunde hast. Что у тебя есть эта рана. Aber sobald du mit diesem Problem wieder konfrontiert wirst, когда ты конфронтируешь с этой проблемой, dann kommt diese Wunde wieder raus. Bam. Тогда эта рана опять выходит. Sie ist nicht geheilt. Она не исцелена. Sie ist nur eingeschlafen. Она только заснула. Und deshalb ist es so wichtig für uns, и поэтому так важно для нас, ehrlich zu uns selbst zu sein, честными к самому себе, ob wir eine solche Wunde haben, имеем ли мы эту рану или нет, und ob sie noch da schmerzt, или она где-то болит еще, und vielleicht sogar schon eitert, и может уже гноится. Nur wir ignorieren sie wegen der Zeit, die schon längst vergangen ist. Но мы игнорируем просто из-за времени, которое уже давно прошло. Und ich möchte gerne, dass wir einfach merken, я хочу, чтобы мы просто запомнили, also Ich erzähle euch mal ein Beispiel. Ich war, ich glaube, vor einem halben Jahr auf dem Bau. Also, ist nicht so, dass ich gar nicht auf dem Bau gehe, dass das letzte Mal ein halbes Jahr auf dem Bau bin. Nein. Aber vor einem halben Jahr habe ich dort einen Witz gemacht. Einem Bruder gegenüber. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich kann mich nur an eins erinnern. Только одно я помню. Die Reaktion dieses Bruders war, реакция этого брата была, mich direkt zurück anzugreifen. Он напал на меня сразу. Also, ich nehm's ihm nicht übel. Я вообще не виню его. Es ist nur so, manche Menschen verstehen Spaß, некоторые понимают юмор, und können mit Spaß kontern. И могут юмором ответить. Ich habe einen Kunden gehabt. У меня был клиент. Der ist jetzt Rentner. Он сейчас уже пенсионер. Der war cool drauf. Он был такой. Der konnte mich dann immer, der hat mich immer so, ja,
konnte mich sogar vor dem Kunden so fertig machen. Он мог меня просто перед клиентами как-то унизить. Mit einem gewissen Humor darin. С таким чувством юмора. Zum Beispiel sagte der dann sowas wie, das, was du an Preisen nimmst, ist eh viel zu hoch im Gegensatz zu dem, was du an Qualität lieferst. Он говорит, то, что ты, какие цены ты предлагаешь клиентам, такое качество ты не можешь им дать. Und dann habe ich sowas gekontert wie, naja, wer mit so minderwertigem Equipment hier ankommt, der kann überhaupt nichts sagen. Wisst ihr, wenn beide nicht wissen, wer sie sind, dann ist der eine sofort beleidigt und der andere sofort beleidigt und die werden nie wieder zusammenarbeiten. Aber er weiß, wer er ist. Und ich weiß, wer ich bin. Und deshalb verstehen wir uns umwerfend. Und es macht Spaß, einander zu ärgern. Aber das ist ein Level, auf dem sich nicht alle Menschen bewegen können. Ja? Und deshalb ist es wichtig zu wissen, wer du bist. Wenn du weißt, dass du ein Kind Gottes bist, dann wird dich nichts verletzen. Dann wirst du dich nicht wegen jeder Kleinigkeit beleidigen. Wisst ihr, wenn ihr auf der Baustelle oder irgendwo von eurem Bruder, wenn er euch irgendwo euch begegnet und sagt, na, Bezdelnik, wie geht's? Machst du wieder nichts, stehst wieder rum, Hände in den Taschen, ne? Wisst ihr, wir müssen einfacher werden. Dann sagst du, ja klar, willkommen bei den Bezdelniki. Добро пожаловать у бездельников. Jetzt sind wir schon zwei. Теперь у нас уже двое. Versteht ihr? Понимаете? Wir dürfen nicht wegen jeder Kleinigkeit beleidigt sein. Мы не должны быть просто обижены из-за каждой мелочи. Wir müssen verstehen, wer wir sind. Понять, кто мы есть. Wir müssen wissen, wer wir sind. Мы должны знать, кто мы есть. Wir brauchen einen hohen Geist. Нам нужен высокий дух. Sei nicht so empfindlich. Не будь таким восприимчивым. Guck mal, als ich diesem Bruder diesen Witz gemacht habe. Когда я пошутил над братом. Hat er mich zurück beleidigt. Он меня просто обидел. Weil er wusste nicht, wie er darauf reagieren soll. Он не знал, как ему реагировать на это. Und er hatte jetzt nicht den passenden Spruch parat. И у него не было такого ответа на готове. Der witzig sei oder witzig wäre, weil meiner war witzig. Который был бы с юмором. Но для меня моя шутка была с юмором. So. Haben wir das geklärt. Да, мы сейчас уже это решили. Und es gibt Menschen, die können nun mal nicht so antworten, aber was hätte ich machen können? Ich glaube, ich habe diesen Bruder verletzt. Und das war nicht meine Absicht. Aber unter Brüdern kann man hingehen und sagen, es tut mir leid. Ja. Und als ich die Antwort zurückbekam, habe ich mir gedacht, naja, nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Denn ich kann damit umgehen. Gestern in der Familie hatten wir ein kurzes Geburtstagsfrühstück. Das war такой завтрак в честь дня рождения. Und dann habe ich gesprochen. Я говорил. Und dann habe ich ihm wieder so meine üblichen Versprechenssätze gemacht. И я как свои обычные предложения говорил. So, und alle lachen. Все смеются. Oder machen dann noch Scherze über mich. И шутят надо мной. Wisst ihr, und ihr müsst sowas lernen. И вы должны научиться этому. Dass wenn Leute über euch lachen. Если люди смеются о вас. Dass ihr mitlachen könnt. Что могли тоже с ними посмеяться. Ich hatte in meiner Schulzeit. Моей, когда я был в школе. Und die Schulzeit ist echt zum Kotzen. Мне не нравилось мое школьное время. Gab es ganz, ganz viele Probleme. Было очень много проблем. Wisst ihr, Joel kommt manchmal zu mir. Joel приходит ко мне. Und ich sehe, er hat genau auch diese, also ich denke, jedes Kind hat diese Schwierigkeiten. Я думаю, каждый ребенок есть эти трудности. Man, die ärgern mich die ganze Zeit. Они злят меня все время. Deshalb muss er sich verteidigen. Поэтому он должен защищаться. Und ich versuche ihm zu erklären, я пытаюсь ему объяснить, wenn er nicht darauf реагiert, если он не реагирует на это, dann vergeht den Menschen der Spaß, dich zu ärgern. Ну, людей просто удовольствие проходит тебя злить. Wenn ihr nicht darauf reagiert, dass die Menschen euch ärgern, если ты не, просто не реагируешь, когда люди тебя злят, macht es ihnen keinen Spaß, euch zu ärgern. Вообще им не доставляет больше удовольствия вас злить. Wisst ihr,
Als Jugendlicher hatte ich Spaß daran, Mädchen zu ärgern. Когда я был молодой, мне было достаточно удовольствие злить девчонок. Und die Mädchen, die ständig, Paul, lass das! Девчонки говорили, Paul, оставь это! Bei denen hat es am meisten Spaß gemacht. И у этих девчонок было самое большое удовольствие их побить. Wenn einer einfach nur sitzt und gar nichts macht, wenn ich das Haargummi weggenommen habe, сидит, и я у них резинку тогда взял, und die sitzt ohne Emotion, и она без эмоций сидит, das war das letzte Mal, wenn ich dir das Haargummi weggenommen habe. И последний раз, когда я взял у нее эту резинку, denn das macht keinen Spaß. Вообще не стало удовольствия. Versteht ihr? Понимаете? Das war nichts Bösartiges. Это ничего злого не было. Das war freundschaftlich. Это было дружески. Aber ihr versteht, was ich meine. Вы понимаете, что я имею в виду? Nehmt den Menschen den Wind aus den Segeln, die euch versuchen zu verletzen. Просто уберите у них ветер из парусов у людей, которые хотят вас злить. Ja, sondern habt einen hohen Geist. Пусть у вас будет высокий дух. Weiß wer du bist. Знай, кто ты есть. Wisse wer du bist. Знай, кто ты есть. So, jetzt vergesse ich schon die deutsche Sprache. Я уже немецкий забываю. Und das ist so wichtig, dass du weißt, wo du stehst. Это хорошо знать, что ты знал, где ты стоишь. Denn dann kann dir nichts Angst machen. Тогда ничто не может тебя испугать. Dann kann dir keiner dich verletzen. Никто не может тебя обидеть. Es gibt manchmal ein Problem. Иногда есть проблема. Wo wir vom Schlimmsten ausgehen. Где мы просто с самого худшего исходим. Da ist ein Mensch. Там есть человек. Der geht auf dich zu. Он к тебе подходит. Und hebt seinen Blick und sieht dich. Поднимает свой взгляд и видит тебя. Dreht sich um und geht in die andere Richtung. Поворачивается и уходит в другое направление. Und du denkst, и ты думаешь, der mag mich nicht. О, я не нравлюсь ему. Der hat was gegen mich. У него что-то есть против меня. Und jahrelang gehst du rum, и годами ты ходишь. Und denkst, dass der was gegen dich hat. И думаешь, что он имеет что-то против тебя. Und sprichst ihn nicht an. И не говоришь с ним. In Wirklichkeit war die Situation so, но на самом деле ситуация была такая, dieser Mensch geht, этот человек идет, und dann fällt ihm ein, ach Mist, ich wollte doch eigentlich auf Klo. Ему, и он смотрит, о, мне же надо было в туалет сходить. Und dreht sich um. И поворачивается. Und geht weg. И уходит. Aber du, но ты, hast jahrelang, годами, eine Beleidigung auf diesen Menschen, ты обижался на этого человека, nur weil er auf Toilette gegangen ist. Но что он только пошел в туалет. Das ist doch lächerlich, oder? Это вообще смешно. Das ist lächerlich. Это смешно. Gehe nicht vom Schlimmsten aus. Не сходи с самого плохого. Gehe nicht vom Schlimmsten aus. Не сходи с самого плохого. Sondern geh vom Guten aus. Но просто исходи с хорошего. Ja, denke, ach, keine Ahnung, vielleicht hat er das und das gerade gemacht. Подумай, о, может он то и то сделал. Gehe vom Besten aus im Menschen. Исходи с лучшего в людях. Hör auf immer zu denken, was die Menschen über dich denken. Прекрати думать, что люди думают о тебе. Dass sie über dich das und das denken. Что они то и то о тебе думают. Dass sie schlecht über dich denken. Что они плохо о тебе думают. Oh, der hat mich aber schief angeguckt. Он косо посмотрел на меня. Während der Predigt hat der Pastor auf mich geguckt, als er das gesagt hat. Во время проповеди пастор смотрел на меня, когда он это сказал. Der weiß genau, der meint mich. Он имел в виду меня. Ja. Selbst wenn ich mich oben auf dem Balkon verstecke, da sieht er mich trotzdem. Спрячь на балконе, он будет меня видеть. Das ist nicht wahr. Это неправда. Hör auf. Прекрати. Immer подозрение иметь. Keine Ahnung, wie das auf Deutsch ist, wenn er übersetzt ist. Zu verdächtigen. Zu verdächtigen, genau. Имей подозрение. Sondern fang an. Начни. Wenn die Menschen komisch auf dich gucken. Когда люди странно смотрят на тебя. Zu denken, boah, der liebt mich sowas von. Думаешь, о, он меня вообще любит очень сильно. Geh davon aus, dass der Mensch dich liebt. Что люди любят тебя. Dadurch wird dein Leben leichter. Через это твоя жизнь будет легче. Viel einfacher. Намного легче. Hab Ehre. Имей честь. Hab die Ehre zu sagen, wenn du falsch gelegen hast. Имей честь сказать, если ты где-то был неправ. Wisst ihr, es gibt so viele Elternteile. Здесь столько много родителей. Не, не здесь вообще. Вообще здесь. В нашей церкви этого нету. В нашей церкви этого нет. Also in unserer Gemeinde gibt's das nicht. Aber da draußen gibt's so viele Eltern. Там есть столько много родителей. Die bei ihren Kindern nicht um Vergebung bitten können. Которые не могут попросить своих детей о прощении. Oder wenn sie einen Fehler gemacht haben, den einsehen können. Не могут эту ошибку увидеть. Und dazu gehört Mut. Для этого нужна смелость. Dazu gehört Ehre. Честь. Wenn du vor deinen Kindern zugeben kannst, dass du etwas falsch gemacht hast. Детьми можешь сказать, что я что-то сделал неправильно. Wenn du das vor deinen Kindern kannst, если ты можешь это перед своими детьми, dann schaffst du das auch vor deinen Brüdern und Schwestern. Тогда ты сможешь перед своими братьями и сестрами.
Es ist schwer zuzugeben, wenn man etwas falsch gemacht hat. Это не просто сознаться, если ты что-то сделал неправильно. Wisst ihr, und das ist genau diese Bibelstelle. И знаете, действительно, это место из Библии. Wo Jesus sagt. Jesus говорит. Der sagt sogar. Он es говорит. Gibt hier Leute, die ohne Grund. Есть люди, которые без причины. Sauer sind auf jemand anderen. Они злятся на кого-то. Oder gar sogar beschimpfen. И его обзывают. Ohne Grund. Без причины. Und das ist etwas, wo wir aufpassen müssen, это там, где мы должны быть внимательными, dass wir uns auch entschuldigen können, что мы можем извиниться, für etwas, was wir nicht getan haben, за то, что мы не сделали. Wenn ich das als Kind nicht gelernt hätte, если бы я не научился это как ребенок, wenn mein Vater mich nicht gezwungen hätte, если мой отец не заставлял меня, mich zu entschuldigen, извиняться, für etwas, was ich nicht getan habe, за то, что я не сделал, dann hätte ich das nicht gelernt. Тогда я бы не научился. Dann werdet ihr, wenn ihr das nicht lernt, если вы это не научитесь, und ich empfehle euch das einfach, и я просто советую это вам, bringt es euren Kindern bei, научите своих детей, auch wenn sie nicht schuldig waren. Даже если они не виноваты. Ich meine, die sind ja immer nicht schuldig. Они всегда не виноваты. Aber wenn ihr auch seht, dass sie nicht schuldig sind, но даже если видите, что они не виноваты, dass sie lernen, sich zu entschuldigen, чтобы они учились извиняться. Denn das потому что это wird ihnen sowas von helfen später im Leben. Это так им поможет в жизни попозже. Als erster auf die Frau zuzugehen und sich zu entschuldigen, obwohl man nicht schuld ist. К жене и сказать, извини, даже если ты не виноват. Ich bin nie schuld. Я вообще никогда не виноват. Ja? Es sind immer die anderen schuld. Это все время другие виноваты. Deshalb müssen wir immer lernen, uns zu entschuldigen, auch wenn wir nicht schuld sind. Поэтому должны учиться извиняться, когда мы не виноваты. Das ist so wichtig. Это так важно. Ja, und ich denke, jeder von uns, я думаю, каждый из нас, muss das lernen. Должен этому научиться. Und wenn du das als Kind nicht gelernt hast, если ты как ребенок этому не научился, dann ist es jetzt als Erwachsener sehr schwer. И как взрослому это тяжело. Und deshalb ist es ein Prozess. И поэтому это процесс. Aber wenn du jetzt anfängst, если ты сейчас начнешь, dann wirst du es lernen, wenn du alt bist. Ты будешь это иметь, когда ты будешь постарше. Und wenn du alt bist, когда ты будешь старше, dann wirst du es trotzdem lernen. Ты еще будешь этому учиться. Amen. Amen. Und wir werden immer weiter lernen. Мы будем дальше учиться. Hab Mut, Frieden zu suchen. Имейте смелость искать мира. Wisst ihr, mit manchen Menschen wollen wir keinen Frieden haben. Знаете, некоторыми людьми вообще не хотим иметь мира. Mit manchen Menschen mögen wir es, keinen Frieden zu haben. Мы не хотим иметь с ними мира. Denn das ist uns günstig. Ну что для нас это выгодно? Ja, denn dann müssen wir uns nicht mit dem ab Also, da müssen wir nicht mit ihm zusammen sein. Мы не должны быть с ними вместе. Wir müssen keine Zeit mit denen verbringen. Не должны проводить время. Und das passt uns ganz gut in den Kram. Это нам хорошо, это нам подходит. Denn wenn du Frieden mit den Menschen hast, потому что если у тебя есть мир с людьми, könnte er zu dir kommen und fragen, sag mal, kannst du mir deinen Akkuschrauber leihen? Он может подойти, о, ты можешь мне свою отвертку одолжить? Und du denkst, nein, ich will dir nicht meinen Akkuschrauber leihen. О, я не хочу тебе ее одолжить. Und wenn du dann Zoff mit dem hast, dann kannst du sagen, ja klar. Соль, ja, so wie du mit mir umgehst, gebe ich dir niemals meinen Akkuschrauber. Как ты со мной обращаешься, вообще тебе ничего не дам. Hier ist ein Schraubenzieher. А вот простая отверточка, не на аккумуляторе. Deshalb manchmal lohnt es sich für uns, keinen Frieden zu haben. Поэтому для нас надо выгодно не иметь мира. Aber das ist nicht in dem Sinne Jesu Christi. Но это не в смысле Иисуса. Jesus möchte, dass wir Frieden haben. Иисус хочет, чтобы у нас был мир. Und zwar mit allen Menschen. Со всеми людьми. Deshalb ist es so wichtig, unser Herz очень важно наше сердце zu durchsuchen. Его просматривать. Ich möchte dich einfach dazu motivieren. Я хочу тебя просто мотивировать. Jedes Mal, wenn du ein negatives Gefühl bekommst, каждый раз, когда у тебя возникает негативное чувство, fang an zu erkunden, woher das kommt. Просто начинай смотреть, откуда приходит оно. Und denke darüber nach. И думай об этом. Ignoriere das nicht. Не игнорируй это. Das sind nur Millisekunden. Это миллисекунды. Du siehst ein Gesicht. Ты видишь лицо. Hast ein kurzes Gefühl. У тебя короткое чувство. Ignorierst es und gehst weiter und es ist weg. Ты игнорируешь, идешь дальше и все, оно уходит. Ignoriere es nicht. Не игнорируй. Irgendwas stimmt bei dir nicht. Что-то у тебя не в порядке. Guck nach, was das ist. Посмотри, что это. Guck nach. Посмотри, что Wenn это. Wenn du nicht nachguckst, если ты не смотришь, wirst du es nie herausfinden. Ты никогда это не вы. Vielleicht wächst das Problem dann sogar noch. Может, проблема еще вырастет? Deshalb guckst du nach. Поэтому ты смотришь. Und denkst, okay. И думаешь, окей. Analyse starten. Старт анализа. Okay, Google. Jetzt gehen alle Handys an. Okay, Google. Nein.
Was habe ich gegen diesen Menschen? Warum habe ich ein negatives Gefühl? Что против у меня против этого человека? Почему у меня это негативное чувство? Und dann fang es auf zu arbeiten. И тогда начни это просто вырабатывать. Schreib es auf. Записывай. Wenn es etwas Größeres ist. Если это что-то большое. Schreib all die Punkte auf, die dich vielleicht doch jucken. Напиши эти пункты, которые тебе мешают. Ja, und dann fang an, sie zu beseitigen. И просто начинай их устранять. Wenn du das nicht kannst, ohne mit diesem Menschen zu sprechen, dann sprich mit dem Menschen. Wenn du das kannst, dann bete darüber, über diese Probleme und vergiss es. Und vergiss es. Zerstör dieses Blatt, schmeiß alles weg. Und wenn du das nächste Mal diesem Menschen begegnest, dann prüfe dich und merke, bam, ist weg. Oh, und du siehst, oh, super. Super. Glaub mir, das ist so gut. Это так хорошо. Wenn du jeden Menschen, если ты каждого человека, egal ob Freund oder Feind, враг или друг, wenn du ihm in die Augen blicken kannst, если ты можешь смотреть ему в глаза, und sagen kannst, ты можешь сказать, hallo, hallo, schön, dass du da bist. Хорошо, что ты здесь. Schön, dich zu sehen. Хорошо видеть, что ты, я рад тебя видеть. Letztens war eine Schwester von uns. Сестра наша одна. In einem bestimmten Ort. Была в определенном месте. Und hat eine bestimmte Person gesehen. И определенного человека увидела. Die im Fernsehen über uns schlechte Dinge erzählt hat. Которая в телевизоре о нас плохие вещи говорила. Und sie guckt sie an. И она смотрит на нее. Die Schwester aus unserer Gemeinde. Сестра из нашей церкви. Und die andere Schwester guckt sie an. И другая сестра тоже смотрит на нее. Und schaut sofort weg. И свой взгляд сразу устраняет. Und hat Panik. И у нее паника. Warum? Почему? Weil sie Schuldgefühle hat. Потому что у нее есть это чувство вины. Ja. Unsere Schwester ist frei. Наша сестра свободна. Gott sei Dank. Слава Богу. Wisst ihr, und das ist so wichtig. Это так важно. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Я просто с этим начал разбираться. Denn ich habe ja auch Freunde verloren. Потому что я тоже потерял друзей. Und einige von euch haben vielleicht Freunde verloren, и некоторые из вас тоже потеряли друзей, die aus der Gemeinde gegangen sind, которые ушли из церкви. Und wie ist dein Gefühl zu diesen Menschen, wenn du sie siehst? И какое чувство у тебя к этим людям, когда ты их видишь? Kannst du ihn, hast du eine Bitterkeit? У тебя есть эта злобленность? Hast du Unvergebung? Непрощение? Denn manche Menschen haben vielleicht andere verletzt. Может, некоторые они обидели людей? Wisst ihr, eine meiner besten Freundinnen ist ja vor 8 Jahren aus der Gemeinde gegangen. Одна из моих лучших подруг, она 8 лет назад ушла из церкви. Und ich habe nie gedacht, dass sie etwas gegen mich hat. Я даже никогда не думал, что у нее что-то есть против меня. Und wir haben immer noch miteinander geschrieben. И мы всегда писали друг другу. Ja, und dann sitzt sie plötzlich im Fernsehen und redet schlecht über mich. И тогда она сидит в телевизоре и говорит плохо обо мне. Und als Nachricht schreibt sie mir, ich hab dich aber so lieb. И пишет мне SMS, я так тебя люблю. Und für mich ist das einfach unverständlich. И для меня это непонятно. Und dann prüfe ich mein Herz. И я проверяю свое сердце. Wie stehe ich diesem Menschen gegenüber? Как я стою этому человеку? Wenn dieser Mensch auf mich zukommt. Если он, этот человек подойдет ко мне. Bin ich beleidigt? Обижен ли я? Oder kann ich diesen Menschen in die Augen gucken und sagen, schön, dass du da bist. Сказать, хорошо, что ты здесь. Jesus hat dich lieb. Иисус любит тебя. Dieser Mensch hat vielleicht Fehler gemacht, ja. Может, человек, darum geht es nicht, wer hier recht hat, wer nicht recht hat. Здесь не, речь не идет о том, кто прав, кто не прав. Es geht darum, wie dein Herz eingestellt ist. Речь идет о том, как настроено твое сердце. Oder ob dich der Schmerz или боль dich auffrisst. Schreit тебя. Lasst uns weiterlesen. Давайте дальше читать. Und zwar steht hier, и там стоит дальше. Verständige dich schnell mit dem Widersacher, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, auf dass dich der Widersacher nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du in den Kerker geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Hehler bezahlt hast. Мы читаем с 25 стиха. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего Кондрата». Wenn du einen Schmerz in deinem Herzen trägst, если у тебя есть боль в сердце, eine Unvergebung, непрощение, dann wirst du ins Gefängnis der Unvergebung geworfen. Тогда тебя бросят в темницу непрощения.
Und du kommst dort nicht raus, и ты не выйдешь оттуда, bis du nicht vergeben hast. Пока ты не простил. Du kommst dort nicht raus, ты не выйдешь оттуда, bis du auch das kleinste bisschen пока vergeben даже самое hast. Последнее ты не простил. Ich denke, das ist einfach, ich sag mal ein Beispiel. Я скажу один пример. Ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren, als ich jung war, einen Film gesehen. Много лет назад, когда я был молодой, я смотрел фильм. Von einer Frau, die heißt Curry Ten Boom, oder besser gesagt von der Familie Ten Boom. Семье Ten Boom. Das ist eine niederländische Familie gewesen. Это семья из Голландии. Und sie haben zur Nazi-Zeit, и во времена нацистов, als in Holland die Juden verfolgt wurden, когда гнали евреев в Голландии, haben sie Juden bei sich zu Hause versteckt. Они прятали евреев у себя дома. Sie hatten eine doppelte Wand. У них была такая двойная стена. Und sie mussten, ich glaube, sie haben dort 4 oder 5 Juden versteckt. И они там 4 или 5 евреев они их спрятали. Ich habe mir heute die Frage gestellt, я задал сегодня себе вопрос, wenn wir jetzt, also wir, die hier sind, verfolgt werden würden, если кто мы здесь, нас будут гнать, würden unsere Nachbarn uns verstecken? Спрятали бы нас наши соседи? Keine Ahnung. Я не знаю. Ich weiß es nicht. Ich glaube я nicht. Не знаю. Я не думаю. Denn wer würde das Risiko eingehen? Кто бы пошел на этот риск? Wenn ich meine Nachbarn so angucke, если я смотрю своих соседей, oder die Menschen allgemein in dieser Welt, или на людей в этом мире, denen geht es allen nur noch um ihre eigene Haut. О них заботятся только о себе. Gut, aber das kann jeder Mensch für sich selbst beantworten. Но это каждый человек может ответить за себя. Und sie haben ein hohes Risiko eingegangen. И они пошли на высокий риск. Um diese Menschen zu retten. Чтобы спасти этих людей. Im Endeffekt wurden sie gefasst. В конце концов их схватили. Und sind alle sind mit den Juden zusammen ins Konzentrationslager gekommen. И они поехали в этот концентрационный лагерь. In diesem Konzentrationslager ist, also das waren zwei, ich glaube, das waren drei Geschwister. Na, ich meine, es waren zwei Schwestern, aber sie hatten noch einen Bruder. Там было две сестры, но я думаю, у них еще был один брат. Was mit ihm passiert ist, ich glaube, er wurde erschossen schon, bevor er überhaupt ins KZ kam. Aber die zwei Schwestern kamen ins KZ. Брата уже убили, пока они не приехали в этот лагерь, а сестры приехали. Die kamen ins KZ und... Они пришли в этот лагерь. Ja, also, ich weiß nicht, man muss den Film gucken. Надо посмотреть фильм. Es ist schwer mit Worten zu beschreiben, was die Menschen dort erlitten haben. Описать словами то, что люди там пережили. Aber es gab einen Wärter, der hat die so gequält. Но там был охранник, он так их мучил. Und er hat die Schwester von dieser Curry Ten Boom umgebracht. И он убил im Endeffekt. Одной сестер. Und diese Curry Ten Boom hat, die ist jetzt auch nicht mehr am Leben. Die Curry Ten Boom, она уже не живет. Sie hat auch Zeugnis gegeben. Она давала свидетельство. Und sie ist gläubig gewesen. Она была верующей. Sie hat immer die Bibel gelesen. Она всегда читала Библию. Und sie hat in vielen Gemeinden gepredigt und eines Tages kam ein Mann auf sie zu. Ein Mann kam auf sie zu und hat ihr gesagt, Curry, ich habe mich bekehrt und ich glaube jetzt an Jesus. Ich bin der Wärter, der deine Schwester umgebracht hat. Bitte vergib mir. Wisst ihr, und ich denke, die Frau hat schon vergeben, denn sonst könnte sie nicht davon sprechen. Иначе она не могла бы об этом говорить. Aber in diesem Moment wurde sie mit diesem Menschen konfrontiert, der all das Leid zugefügt hat. Она просто стояла этому человеку напротив, который всю эту боль ей причинил. Und boah, keine Ahnung. Я даже не знаю. Wisst ihr, man kann sagen, ja, okay, ich vergebe dir. Ja, ja, прощаю тебя. До свидания. So. Aber in diesem Moment, в этот момент, kommt es auf dein Herz an. Это зависит от твоего сердца. Und wie sehr du Gott vertraust. И как ты доверяешь Богу. Denn diese Vergebung, die man in diesem Moment braucht, потому что то прощение, которое тебе нужно в этот момент, die kann nur von Gott kommen. Она может прийти только от Бога. Und sie hat gesagt, dass sie in diesem Moment eine so starke Liebe Gottes gespürt hat, wie noch nie. И она сказала, она чувствовала такую сильную любовь Божию, как никогда. Denn in dem Moment hat sie das gebraucht. И в этот момент ей это было нужно. Und sie hat ihm von ganzem Herzen vergeben. И она все сердце ему простила. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, ich glaube vor ungefähr 10, 15 Jahren, вы можете вспомнить, где-то 15-10 лет назад, da wurde ein Missionar in der Türkei umgebracht.
убили одного миссионера в Турции. Er wurde auf bestialische Art und Weise hingerichtet. Просто его ужасно по-зверски казнили. Über 100 Messerstiche waren in seinem Körper. Больше 100 ударов ножей было в его теле. Drei Extremisten. Три экстремиста. Sind in diese, der hatte so eine christliche Buchhandlung in der Türkei. У него такая книжная лавка в Турции. Und er war dort Missionar. Он был там миссионером. Und die stürmen rein. Они просто врываются. Und fangen an, sie zu misshandeln. Erst seine zwei Mitarbeiter. Их избивать. Это сначала двух работников. Und dann auch ihn. И потом его. Ich glaube, die Ärzte haben gesagt, er hat 3 Stunden lang diesen Qualen, ich weiß nicht mehr, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall war es lange. Ну, долго они мучили его. Und die Frau, и жена, und ich glaube, er hatte 5 Kinder, у него было 5 детей, weiß das jemand noch? Знает ли кто-то это? Sie hat im Fernsehen öffentlich gesagt, она сказала по телевизору на все общество, ich vergebe diesen 3 Menschen. Я прощаю этим 3 людям. Und das war, das ist ein starkes Zeugnis. Это очень сильное свидетельство. Denn jeder, потому что каждый, normale Mensch, нормальный человек, hätte nach Rache geschrien. Он хотел бы мести. Ja, ich denke jeder. Я думаю, каждый. Selbst bei Kleinigkeiten. Даже в мелочах. Wenn deinem Kind in der Schule Ungerechtigkeit widerfährt, если своим ребенком в школе несправедливо обошлись, dann willst du Gerechtigkeit für dein Kind. Хочешь справедливости для твоего ребенка. Das ist die erste Reaktion, die wir haben. Это первая реакция, которая у нас есть. Und versuchen wir es dann mit allen Mitteln, die wir haben, durchzusetzen. И мы всеми средствами, которые у нас есть, мы хотим это сделать. Oder versuchen wir zu sagen, hey, мы хотим сделать. Achte nicht drauf. Не смотри на это. Achte nicht drauf. Не смотри на это. Ich war sehr stark angetan. Меня очень сильно коснулось. Ihr könnt euch an die Predigt erinnern, die der Pastor gesagt hat über Verfolgung. Можете проповедь вспомнить, которую пастор говорил о гонениях. Und ein Mann hat diese Predigt auch gehört. И один человек, он услышал эту проповедь. Und hat eine Botschaft geschickt. И просто отправил послание. Und hat erzählt, wie er verfolgt wurde damals in der Sowjetunion. Как его за ним гоняли в Советском Союзе. Wie man am Ende der Woche, glaube ich, недели, jeden Freitag, пятницу, hat man die Schüler in eine Reihe aufgestellt линию, und die Schlechtesten ganz zum Schluss. Die Mist gemacht haben, вели, die Kinder verprügelt haben детей, und noch weiter zum Schluss hat man die Christen hingestellt. Egal wie sie sich benommen haben. Egal was sie gemacht haben. Und er war einer davon. Und auf der Schule waren ungefähr 1000 Schüler. Und jeder dieser Schüler ging vorbei, spuckte sie an, durfte ihre Kleidung zerreißen, durfte sie schlagen. Und das jede Woche. Oh, das ist hart, oder? Это жестко, не правда? Das ist richtig hart. Это очень жестко. Und wie kannst du diesen Menschen vergeben? И как ты можешь простить этим людям? Nur mit der Liebe Jesu. Только любовью Иисуса. Nur mit der Liebe Jesu. Только любовью Иисуса. Und ich denke, я думаю, wir sind beleidigt wegen vielen Kleinigkeiten heutzutage. Мы обижены в наше время на всякие мелочи. Wir legen jedes Wort auf die Goldwaage. Каждое слово мы ставим на весы. Und ich denke, wir sollten damit aufhören. Я думаю, мы должны прекратить это делать. Denn wir kommen sonst in ein Gefängnis. Иначе мы просто зайдем в эту тюрьму. In unser eigenes Gefängnis. Нашу собственную тюрьму. Der Unvergebung. Непрощения. Und der Schuld. Вины. Подозрения. Verdächtigung. Und wir kommen da nicht raus. И мы не выйдем оттуда. Und Vergebung muss man lernen. И прощать надо это учиться. Das ist ein Prozess. Это процесс. Das funktioniert nicht so. Это не так происходит. Sondern das muss man lernen. Этому надо научиться. Und immer wieder sich prüfen. И всегда себя проверять. Ja? Und ich denke, das ist etwas, was wirklich wichtig ist. Это то, что действительно важно. Du entscheidest, ob du vergeben willst. Ты решаешь, хочешь ли ты простить. Oder ob du beleidigt sein willst. Или ты хочешь быть обиженным.
Wenn wir das Beispiel nehmen von Josef. Jeder von uns kennt Josef. Иосифа. Каждый из нас знает Иосифа. Seine Brüder haben ihn verraten. Его братья не предали его. Sie haben ihn nicht nur verraten. Они просто предали его. Nicht nur verraten. Не только предали. Sie wollten ihn auch umbringen. Они хотели его убить. Einer hat sich eingesetzt. И один он просто стал против. Dass er nicht umgebracht wird. Чтоб его не убили. Er hat gedacht, komm, lass uns den verkaufen. Давайте продадим его. Dann haben wir wenigstens noch ein bisschen Kohle. Да, он просто немного деньжат нам дадут. Ja, so und könnt ihr euch das vorstellen, wenn eure gesamte Familie, семья, gut, sein Vater nicht, aber eure Brüder, отец, братья, sie wollen euch umbringen, euren eigenen Bruder, брата, er hätte sich entscheiden können, für immer beleidigt zu sein auf diese Menschen, auf seine Brüder. Er hätte sagen können, euch werde ich niemals vergeben für das, was ihr mir angetan habt. In die Sklaverei habt ihr mich verkauft. Und dann wäre er als Sklave immer so, ich muss jetzt diese Arbeit machen. Alles nur wegen denen da. Ich werde mich eines Tages rächen. Das war nicht seine Motivation. Er hat vergeben. Hat auf Gott vertraut und konnte deswegen, weil er reinen Herzens war, hat Gott ihn gesegnet. Er hat ihn hochgehoben und dann stand er da als rechte Hand eines der mächtigsten Männer in Ägypten und dann kommt seine Frau und beschuldigt ihn für etwas, was er nicht getan hat. Und er wird ins Gefängnis geworfen. Aber er bleibt nicht in dem Gefängnis. Nicht in diesem Gefängnis der Unvergebung. Denn er vergibt er. Auch wenn er nicht schuld ist. Er vergibt Potiphar. Und er vergibt auch dieser Frau. Wisst ihr, woran wir das sehen? Ich denke, sie hätten es niedergeschrieben. Denn als er dann die rechte Hand des Pharaos war, hätte er auf Potiphar und seine Frau zeigen können und hätte sie ins Gefängnis geschmissen. Denn dazu hatte er die Macht. Aber er hat seine Macht nicht missbraucht, um Rache zu üben. Er hat nicht Rache geübt. Und es gibt eine Bibelstelle. Ich wollte sie eigentlich nicht vorlesen, aber ich glaube, aber da wir jetzt über Rache sprechen, ich habe sie mir markiert. Wer nutzt hier diese App? Кто использует это приложение? Ihr könnt auf Lesezeichen euch immer Notizen machen und dadurch Stichwörter. Und ich habe hier ganz viele Stichwörter zu verschiedenen Themen und dann kann ich ganz schnell und dann kann ich da ganz schnell drauf gehen. So, mal gucken, was haben wir? Sorglospflicht, Nachlässt, Lästern, Liebe. Gehorsam, Angst, Zusammenhalt, Zehntel, Wut, Veränderung, Verrat. Vielleicht da. Gucken wir mal. Nee, das ist es nicht. Entschuldigung. Zu viele Stichworte. Ich komme noch ins Wort. Schadenfreude habe ich das genannt. Also, когда ты радуешься. Das ist bei Sprüche 24,17. Притчи 24, 17 стих. Freu dich nicht über das Unglück deines Feindes. Juble nicht über seinen Sturz, denn der Herr sieht alles und Schadensfreude missfällt ihm. Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Er könnte deshalb sogar deinen Feind verschonen. Иначе... Ja, 17, 18 noch. Nee, nicht 18. Das ist, steht das bei dir nicht hier? Er könnte deshalb sogar seinen Feind verschonen? Oder ist das nur meine Übersetzung so? Иначе видит Господь неугодное будет в этих очах его, и он отвратит от него гнев свой. Ja. Aber das ist gar nicht so wichtig. Но это не так важно.
Wichtig ist, важно, dass Gott Schadenfreude missfällt. Что Богу не нравится, когда мы радуемся, когда у других плохо. Rache hat mit Schadenfreude zu tun. Месть, это имеет с этим общее. Denn wenn ich Rache übe, когда я хочу мести, dann will ich, dass es ihm schlecht geht, я хочу, чтобы ему было плохо, und mich darüber freuen. И я буду радоваться об этом. Und das и это ist falsch. Неправильно. Das sagt sogar schon das Alte Testament. И уже Старый Завет говорит об этом. Ja? Nicht nur Jesus sagt das. Не только Иисус говорит об этом. Liebet eure Feinde. Люби врагов своих. Liebe den, der dich verletzt hat. Люби того, кто тебя обидел. Liebe den, der dir wehgetan hat. Люби того, кто тебе причинил боль. Und vergib ihn. И прости ihn. Damit du nicht in diesem Gefängnis der Unvergebung landest. Чтобы ты не был в этой тюрьме непрощения. Können wir den Keyboarder schon mal haben? Может кто-то выйти? Ja? Und ich finde das einfach so wichtig, dass wir uns jedes Mal darauf prüfen. Das ist etwas, was nicht heute passiert, also heute mache ich, werde ich frei davon. Wir müssen uns immer wieder darauf prüfen. Immer wieder. Denn ich habe gemerkt, dass so Kleinigkeiten sich einschleichen in unsere Herzen. Und wir sie nicht registrieren. Sie sind so flüchtig. Ein kurzes Gefühl. Nur ganz kurz. So, eine kleine Unbequemlichkeit. Ein kleiner Piekser. Der 10 Sekunden später wieder vergessen ist. Aber mit diesem Piekser müssen wir uns auseinandersetzen. Und das ist wichtig. Dass wir das immer wieder uns in uns gehen und das immer wieder neu offenbart bekommen. Manchmal wissen wir nämlich nicht, was das Problem ist. Woher diese Beleidigung kommt. Oder vielleicht ist es gar nicht eine Beleidigung. Einfach nur eine Empathie. Nicht Empathie. Ist Empathie richtig? Apathie. Antipathie, genau. Einfach nur, ich mag den nicht. Er ist mir unsympathisch. Warum ist er dir unsympathisch? Fang an, dich damit auseinanderzusetzen. Er muss für dich sympathisch werden. Denn wie kannst du diesen Menschen deinen Bruder nennen, wenn er unsympathisch für dich ist? Wie kannst du den Menschen freundlich gegenübertreten? Как ты можешь быть дружелюбным людям? Mit Jesus in deinen Augen. С Иисусом в глазах твоих. Wenn du ihn nicht in deinen Augen hast. Если ты не имеешь его в своем взгляде. Wenn dieser Mensch dir unsympathisch ist. Если этот человек тебе неприятен. Oder er vielleicht nicht gut riecht. Или он неприятно пахнет. Oder er sieht nicht gut aus. Или он плохо выглядит. Das soll uns alles nicht stören. Это нас не должно. Diese Kleinigkeiten, мелочи, dass wir uns wegen was sie jedes Wort auf die Goldwaage legen, soll einfach nicht in uns sein. Sondern wir sollen wissen, wer wir sind und zu was Gott uns berufen hat. Призвал, nämlich seine Kinder zu sein. In 2. Timotheus 2,24. Mit dieser Bibelstelle möchte ich dann auch schließen. Wer Gott dienen will, der soll nicht herumstreiten, sondern Menschen freundlich begegnen, andere geduldig im Glauben unterweisen und bereit sein, auch Böses zu ertragen. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссору. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. Okay, bei mir steht es ein bisschen anders. Aber im Prinzip ist es genau das, was das Thema heute ist. В принципе, это то, о чем мы сегодня говорили. Wer Gott dienen will, кто хочет служить Богу, der soll sich nicht herumstreiten wegen jeder Kleinigkeit. Он не должен ссориться за каждую мелочь. Und zur Not auch Böses ertragen. И даже если нужно, переносить это злое. Wenn Menschen Böses gegen euch tun. Если люди делают что-то злое против вас. Und glaubt mir, wenn ihr sagt, dass ihr an Jesus Christus glaubt, werden sie das. Если вы говорите, что я верю в Иисуса, они будут это делать. Denn Jesus hat gesagt, die Welt hasst euch, мир ненавидит вас, weil ihr an mich glaubt. Потому что вы верите в меня. Lasst uns zusammen aufstehen. Давайте все вместе встанем.
Und ich möchte jetzt bitten, dass der Heilige Geist kommt. Я хочу попросить вас, чтобы Дух Святой пришел. Und dass ihr jetzt überlegt, чтобы вы просто подумали, dass jeder von uns jetzt in sich geht, чтобы каждый просто вник в себя, und danach sucht, просто поискали, wo er Verletzungen hat, где у него были раны, wo er vielleicht Unvergebung hat, где у него были непрощения, oder wenn du zu empfindlich bist, если ты слишком, wo wenn dich ein Bruder oder eine Schwester irgendein Kommentar abgibt, du sofort beleidigt bist. Такой чувствительный, когда какой-то комментарий брат или сестра дают, ты сразу обижаешься. Dann sag dich davon los. Просто откажись от этого. Und bitte den Heiligen Geist, dass er dir hilft. И попроси Духа Святого, чтобы он тебе помог. Zu wissen, wer du bist. Знать, кто ты есть. Einfach zu vergeben. Просто простить. Auch Entschuldigung für etwas zu bitten, was du nicht getan hast. Попроси прощения за то, чего ты не сделал. Böses zu ertragen. Просто злое перенести. Himmlischer Vater, Отец Небесный, ich bitte dich jetzt, я прошу тебя, dass du in unser Herz kommst, чтобы ты пришел в наше сердце, dass du in mein Herz kommst, чтобы ты пришел в мое сердце, und dass du mir zeigst, чтобы ты мне показал, überall das, was mich schmerzt, то, где у меня боль, da, wo Menschen mir wehgetan haben, там, где люди мне причинили боль, und ich nicht vergeben habe, я не простил, dass du mir hilfst zu vergeben, чтобы ты простил, помог мне простить, dass du mir hilfst, чтобы ты помог мне, jedem Menschen, каждого человека, mit Freundlichkeit und Liebe gegenüberzutreten, просто, чтобы я каждого встречал с любовью, egal was er mir gemacht hat, несмотря на то, что они мне сделали. Jesus, du hast es am Kreuz gezeigt, Иисус, ты показал это на кресте, dass du alle Menschen liebst, что ты любишь всех людей, obwohl wir dir das angetan haben, несмотря на то, что они мне сделали. Du wurdest bespuckt, тебя обливали, geschlagen, избили, als Lügner bezeichnet, сказали, что ты лжец, als Heuchler, лицемер. Doch du hast gesagt, Но Vater, сказал, vergib ihnen. Отец, прости им. Jesus, und ich möchte auch allen Menschen vergeben, Иисус, я хочу всем людям простить, die mir Schmerz zugefügt haben, которые мне причинили боль. Ob es gerechtfertigt war oder nicht, ist egal. Было ли это правильно или нет, все равно. Es geht hier nicht darum, wer recht hat. Здесь не идет речь о том, кто прав. Es geht darum, dass ich ein reines Herz habe. Речь идет о том, чтобы у меня было чистое сердце. Und eine saubere Seele. И чистая душа. Und wenn du merkst, если ты замечаешь, wenn du jetzt Gebet brauchst, что тебе нужна молитва, wo du sagst, du schaffst das nicht allein, где ты говоришь, я не смогу это один, dann komm einfach nach vorne. Просто уходи вперед. Ich möchte nicht die Möglichkeit euch verwehren, я просто не хочу эту возможность вас забирать, für euch zu beten, помолиться за вас, dass der Heilige Geist kommt, чтобы Дух Святой пришел, und berührt, и прикоснулся, und heilt, и исцелил. Halleluja, Halleluja. Die Band kann spielen. Und ihr könnt nach vorne kommen. Вы можете выйти вперед. Halleluja, Halleluja. Und ich bitte die Leiter auch dann nach vorne und für die Menschen zu beten. Я прошу, чтобы лидеры вышли вперед и помолились за людей. Und wenn du nicht den Mut hast, nach vorne zu kommen, если у тебя нет смелости выйти вперед, dann bleib auf deinem Platz. Останься на своем месте. Aber vergolde die Zeit nicht einfach mit irgendwelchen sinnlosen Und Gedanken. Не трать время на всякие ненужные мысли. Sondern geh wirklich in dich. Просто вникни в себя. Und denk über das nach. И подумай о том. Über deine Gefühle. О твоих чувствах. Über die Menschen. О твоих людях. Denen du vielleicht nicht vergeben hast. Которым ты не простил. Oder prüfe nochmal, ob Или du diesen проверь. Menschen, den du eigentlich vergeben hast, ob du ihn wirklich vergeben hast. Людям, которым ты простил, простил ли ты им действительно. Oder ob da noch ein Schmerz da ist. Или там есть боль. Zerbrochen Schein.
Heiliger Geist, Дух Святой, komm und erfülle uns, приди, наполни нас, mit deiner Freude, твоей радостью, dass wir allen Menschen vergeben können, чтобы могли простить всем людям. Jesus, ich danke dir. Иисус, я благодарю тебя. Und wisst ihr, знаете, lasst uns noch ein Gebet sprechen. Давайте еще скажем одну молитву. Und wir sagen, himmlischer Vater, мы скажем, Отец Небесный, verändere mein Herz. Измени мое сердце. Verändere mich. Измени меня. Damit ich nicht beleidigt werde. Чтобы я не обижался. Wegen jeder Kleinigkeit. За каждой мелочи. Und dass ich Schmerz и чтобы боль und Beleidigung и обиду schnell vergeben kann. Я мог их быстро простить. Mich schnell versöhnen kann. Мог быстро примириться. Und dass ich das nicht mit mir rumtrage. И то, чтобы я не нес это с собой. Dass ich nicht in diesem Gefängnis der Unvergebung bin. Чтобы я просто не был в этой тюрьме непрощения. Sondern dass ich frei bin. Но чтобы я был свободным. Und jedem Menschen mit Liebe begegnen kann. И каждого человека мог с любовью встретить. Ich danke dir für diese Freiheit. Я благодарю тебя за эту свободу. Ich danke dir für die Freude. Я благодарю тебя за радость, die du mir gibst. Которую ты мне даешь. Die du mir schenkst. Чтобы ты мне ее дарил. Ich danke dir, я благодарю тебя, dass ich aus diesem Gefängnis rausgekommen bin, что я вышел из этой тюрьмы, dass du mich befreit hast, что ты освободил меня, und dass du mir Freude gibst, что ты даешь мне радость, und Liebe gibst, и любовь, zu meinen Brüdern und Schwestern, моим братьям и сестрам, in Jesu Namen. Amen. 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 Seid gesegnet. Будьте благословенны. Habt einen guten Tag. Пусть будет хороший день. Und ja. Das war's. Danke, liebe Zuschauer, dass Sie bei unserem Gottesdienst dabei waren. Und ich bitte Sie, wenn Sie wirklich diese Wahl getroffen haben, mit Jesus Christus zu leben, mir einfach nachbeten. Lasst uns zusammen sagen, unser himmlischer Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich auch liebst. Und ich bitte dich, komm bitte in mein Herz und mach mein Herz sauber. Ich bitte um Vergebung für alle meine Schuld und alle meine Sünden. Und ich glaube an Jesus Christus, als er sein Blut für mich vergossen hat. Und deshalb glaube ich auch, dass du mir vergibst. Komm in mein Herz und lebe mit mir, lebe, dass ich ein neuer Mensch bin und dass ich zu dir gehöre. Amen. Wenn du, mein lieber Freund, dieses Gebet gesprochen hast, dann wird unser himmlischer Vater wirklich zu dir kommen und dir helfen, ein neues Leben mit dir anfangen. Du kannst auch gerne unsere Gottesdienste besuchen hier in Duisburg. Du kannst dich informieren auf der Website und wir haben Gottesdienste auch in Wuppertal und in Castrop-Rauxel, in Heilbronn. Ihr könnt auch weitere Gemeinden besuchen, wenn Sie aber nicht wissen, wo Sie sich befinden, dann können Sie uns eine E-Mail schreiben, dann werden wir versuchen, Ihnen zu helfen, eine zu vermitteln. Und wir wünschen Ihnen Gottes Segen und sein Friede in Jesu Namen. Amen. Danke, liebe Zuschauer, dass Sie bei unserem Gottesdienst dabei waren. Und ich bitte Sie, wenn Sie wirklich diese Wahl getroffen haben, mit Jesus Christus zu leben, mir einfach nachbeten. Lasst uns zusammen sagen, unser himmlischer Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich auch liebst. Und ich bitte dich, komm bitte in mein Herz und mach mein Herz sauber. Ich bitte um Vergebung für alle meine Schuld und alle meine Sünden.
Und ich glaube an Jesus Christus, als er sein Blut für mich vergossen hat. Und deshalb glaube ich auch, dass du mir vergibst. Komm in mein Herz und lebe mit mir. Lebe, dass ich ein neuer Mensch bin und dass ich zu dir gehöre. Amen. Wenn du, mein lieber Freund, dieses Gebet gesprochen hast, dann wird unser himmlischer Vater wirklich zu dir kommen und dir helfen, ein neues Leben mit dir anfangen. Du kannst auch gerne unsere Gottesdienste besuchen hier in Duisburg. Du kannst dich informieren auf der Website. Und wir haben Gottesdienste auch in Wuppertal und in Castrop-Rauxel, in Heilbronn. Ihr könnt auch weitere Gemeinden besuchen. Wenn Sie aber nicht wissen, wo Sie sich befinden, dann können Sie uns eine E-Mail schreiben, dann werden wir versuchen, Ihnen zu helfen, eine zu vermitteln. Und wir wünschen Ihnen Gottes Segen und sein Friede in Jesu Namen. Amen. Danke, liebe Zuschauer, dass Sie bei unserem Gottesdienst dabei waren.